a trip to my Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play, nämlich Antichamber, ein Spiel, was mir schon mal jemand empfohlen hat, ich glaube Paul war's. Also Paul Picard, und ich weiß im Prinzip noch gar nichts über das Spiel, nur dass es irgendwie so ein Rätselspiel ist und ein bisschen angelehnt an Stanley Parable, also nicht jetzt irgendwie büromäßig oder so, aber einfach dieses Rätselmäßige. Jede Reise ist eine Reihe von Entscheidungen und die erste ist, die Reise anzutreten. Okay. Ich versuch's halt wieder so gut wie möglich zu übersetzen. Space Leertaste zum Springen. Was? Verwendete Zeit. Ach so, okay. Der Fortschritt wird automatisch gespeichert. Click here to delete your save game and restart. Okay, nein. Fullscreen haben wir, das haben wir, das haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. So. Okay. Leap of Faith. Faith. Das ist immer dieses schöne englische Faith. Zurück in. Was zum Henker soll das darstellen? Okay, ich glaube, das Auge wird aggressiver, je länger man guckt, habe ich das Gefühl. Ich schaue es einfach mal an, was passiert. Keine Ahnung. Okay. Eigentlich soll ich ja hier runterspringen, aber ich möchte erstmal schauen, was hier hinten ist. Klick hier. Geduld hat seine eigene oder ihre eigene Auszeichnung. Patience ist Geduld, ja. Ich hab keinen Plan, was das hier alles sein soll. Sieht aus wie Laserstrahlen. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen an Portal, dass du vielleicht den Laser da irgendwie durchleiten musst, aber ich habe gar kein Gerät hier irgendwas. Ab. So, ich könnte auch darunter, aber ich mache erstmal springen. Aber das keine gute Idee war, glaube ich. Wow, wow, wow. Au. Bei etwas zu scheitern heißt nicht, dass man nicht keinen Fortschritt hat. Um Fail to succeed. Beim. Es ist immer das Blöde, ich weiß, was es auf Englisch heißt, aber das Übersetzen ist blöd. Also, to succeed, etwas zu schaffen. Dabei fehlzuschlagen, etwas zu schaffen, heißt nicht, dass man keinen Fortschritt macht. So oder ähnliches. Die Übersetzung ist halt echt scheiße, man darf es nicht wortwörtlich übersetzen. Durch die dunklen Räume. Was ist mal hier? Manche Wege sind klarer als andere. Okay. Ich gehe erstmal hoch, zumal blau meine vorzügliche Farbe ist. Eine Wahl. Eine Wahl kann manchmal so leicht sein, wie als ob man sich dazu entscheidet, links oder rechts zu gehen. LOL. Okay, ich gehe nochmal hoch. Ich möchte nach oben. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Loopt sich das jetzt hier wieder nur ewig? Oder wie sieht's aus? Gehen wir halt mal runter. Ah. Die Wahl. Es bringt nichts, wenn man eine Wahl hat, wenn das Ergebnis davon dasselbe ist. Ach was. Weil irgendwie komme ich hier nicht wirklich weiter. Kann natürlich auch sein, dass das hier wieder so ein Trollspiel ist. Ich gehe einfach mal immer weiter runter, mal sehen, was passiert. Oder mal zurückgehen. Höh. Okay. Wenn du zurückgehst an einen Ort, an dem du schon warst, sind die Dinge nicht immer so, wie du sie in Erinnerung hast. Ja.
Heilige Scheibenkleister. Ah, okay. Manche Entscheidungen. Ich was running around a lot without really getting. Achso, manche Entscheidungen lassen uns sehr viel ziellos durch die Gegend rennen, ohne irgendwo wirklich anzukommen. Escape, okay. Ah, ja. Und ich habe 1,5 Stunden, um das Spiel zu schaffen. Go here again. Jump too far. To darkness. In the path nowhere. A game of leapfrog. Was, jetzt haben wir hier irgendwelche dunkle Materie in dem Raum. Wiedersehen. Ach hier, die ganzen Entscheidungen, die wir schon hatten, also diese Tipps, sag mal. Wenn du es nicht dort, wenn es dir nicht gefällt, wo du endest, dann versuche etwas anderes. Dann gehen wir mal hier einen Jump zu weit. Okay, hier hat sich so einiges verändert. The End. Ich will da durch. Brauche ich vielleicht ein paar Tetris-Steine, um das Rätsel zu lesen oder wie oder was? Auf jeden Fall, da ging es doch erst noch. Huch. Okay. Das geht natürlich auch. Ich wollte eigentlich runter, weil da war doch erst noch eine zweite Ebene, wo man hätte hin können. Hold perceive a problem can. Das muss ich mal schnell nachschauen, kleinen Moment. Okay, also wie wir ein Problem wahrnehmen, kann beeinflussen, wie wir es sehen. Und das zwar zu jedem Zeitpunkt. Okay. Life is life. Na, 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 na. Holy. Also das ist auch so ein Spiel, was, glaube ich, mit deinen Gedanken spielt, ey. Oh, hier eine Lampe. Weltallbäumchen. Ein Asteroidenviech. Ein paar Räder. Ein Auszug aus einer Minecraft-Grafik. Eine sich drehende Tür. Dann so ein Kaleidoskop. Und eine Uhr. Schick. Männchen, das springt. Achso, wahrscheinlich dieser Hinweis, dass man diese Laser ruhig berühren kann. Dann hier. Ist klar, jetzt kann man auf einmal. Was zum. Wenn du deine Umgebung aufsaugst, merkst du vielleicht, dass die Dinge. Das. Bemerkst du vielleicht Dinge, die vorher nicht da waren? Was ist mit dem Spiel los hier? Irgendwelche. Moment, was haben wir hier? Ach so, ja, das kennen wir ja. Ach, hört auf mit diesen Gedankenspielchen. Ich weiß, dass ich gerade hier war. Das geht jetzt, glaube ich, hier immer weiter. Wissen. Gut, dann gehen wir halt hier wieder zurück. Ey, dieses Spiel ist genauso schlimm wie Stanley Parable, wenn der dich dazu textet. Oh. Was sind das denn für Menschen hier? Ja, ich hätte das Blaue gerne, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Auf jeden Fall, ich habe eine Vermutung, dass man vielleicht einfach. Warte mal. Das mit dem Auge wieder, dass das zugeht, oder? Scheint zu funktionieren. Hey! Wow. Okay. Die Lösung zu einem Problem benötigt manchmal nur einen genaueren Blick danach. Also darauf. So, anscheinend immer. Okay. Jetzt schneller. Ei. Fuck. Durch ein Problem durchzuruhen. Pushen, sag ich mal, won't always will. Gibt nicht wirklich immer das richtige Ergebnis. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Dann gehen wir erstmal hier runter. Shift SD Spacebar. Ach so, mit Shift kann man auch normal laufen. Okay.
klar. Sind wir hier ganz woanders. Ist das so eine Tür, wo du nicht hinschauen darfst? Ah, okay. Sag mal hier, was ein Bär? Ein paar Schritte zurück bringen dich vielleicht vorwärts. Ja, das ist... Also der Macher des Spiels scheint sehr schlau zu sein. Wow. What the fuck? Okay. Ein Fenster der Möglichkeiten kann dich zu neuen Plätzen leiten, wenn du gewillt bist, näher zu schauen. Macht Sinn. Wenn mein Deutsch so ein bisschen blöd klingt, einfach ignorieren. Ich versuche irgendwo ein logisches Ende von diesem Spiel zu finden. Jetzt kommen die Frösche. Ich sehe gar nichts mehr. Außer die Konturen von dem Räumchen hier. Sag mal hier. Schau ein bisschen genauer hin und du wirst deinen Weg vorwärts finden. Ach, hier sind wir doch erst runtergefallen. Stimmt, weil der Weg hier war erst noch nicht da. Schauen wir kurz, wo es hier lang geht. Oder kommen wir jetzt... Ne, das ist was anderes. Venturing into an unknown can lead to great rewards. Das Unbekannte zu erkunden kann große Erfolge liefern. Ist klar, da sieht's anders aus als da. Was ist das für ein... Darf ich das aufnehmen? Ich will das haben. Das Ende kommt manchmal, bevor man bereit ist, es zu erreichen. Also, bevor man es wirklich dafür bereit ist. Ja, das... Ach so! Das Leben... Im Leben geht es nicht darum, zu einem Ende zu kommen. Also, hier sind... echt kluge Weisheiten drin versteckt. Also, bisher kann ich das Spiel schon mal empfehlen, von dem, was ich gesehen habe. Und was zur... Ups. Ja, ich weiß, dass ich links gehen muss, aber... Wo genau? Eine und eine Viertelstunde habe ich noch. Verdammt, hier geht's nicht mehr durch. Muss das ja hier irgendwie lösbar sein. Links. Ich gehe hier auf der ganzen Wand schon links, aber irgendwie... Ich komme hier nirgends hin, oder vielleicht... Ah, hier haben wir noch was. Manchmal müssen wir die Welt von einer anderen Perspektive ansehen. Das stimmt. Lol, jetzt bin ich so hier rübergekommen. Okay. Das macht echt Spaß. Nach links. Ich weiß, dass ich da gerne durch möchte. Wow. Warum sehe ich da das Ding? Hat das irgendwas zu sagen? Oder? Ich bin ein bisschen hilflos, Leute. Ich glaube, diese Dinger helfen. Was ist so? Wenn du da durchschaust, dann schaffst du es an das andere Ende. Das ist mal genial. Ich würde gerne hier durch, aber ich weiß nicht wie. Ich gehe mal nochmal ganz zurück zum Anfang. Aber das ist eine riesige Karte, heiliger. Wo war das denn hier? Leap of Fork? Jump to Far. Weil hier gab es erst noch eine Ebene, wo ich gerne runter möchte. Wohl auch nicht. Aber hier geht's noch lang. Auch nicht, dann kommen wir hier wieder hin. Ich glaube, jetzt geht das wieder zu diesen endlosen Wegen. Jetzt sind wir wieder hier, genau. Dann geht es hier zurück zu dem anderen. Irgendwo muss es ja hier noch weitergehen. Also ich muss irgendwie an dieses komische Gerät da kommen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Kann ich nicht. Schade. Nee, also da bin ich anscheinend durch.
Rings Within Darkness. Ja, da muss es irgendwie, hier muss es irgendwie weitergehen. Die Frage ist denn nur, wie? Kriegst du auch eine Schacke, wenn du zu lange schaust? Und was sind diese komischen Reifen immer? Ich verstehe es nicht. Diese komischen Fenster habe ich ja verstanden. Da schaust du durch, um irgendwo dich zu teleportieren, so in der Art. Aber aus diesen Ringen werde ich noch nicht schlau. Oh. Das ist echt hart, hier was zu sehen. Schwer, besser gesagt. Nun gut. Folgen wir doch mal hier wieder dem Weg, weil hier kommen wir wenigstens irgendwo hin. Und dann. Ah! Coole Sache. Okay, jetzt habe ich so eine Art Minecraft-Gun. Wahrscheinlich, dass ich die so aufhalte. Ah! Okay. Wie mache ich das mit Glas? Es ist garantiert so wieder völlig einfach, ich komme nur nicht drauf. Könnte ich wetten mit euch. Ich hätte gerne den Stein da hinten. Muss ja irgendwie weitergehen. Ah. Okay, bitte. Manche Türen. Ja, so und dann. Manche Türen werden geschlossen, solange bis wir sie aufhalten. Würde nämlich gerne noch mal reinhalten, weil. Verdammt, kann ich den hier nicht. Kann ich den nur von hier drüben rausnehmen? Mist. Ich wollte nämlich eigentlich. Aber es geht wahrscheinlich nicht, oder? Warte doch, wenn man den jetzt nimmt, weil ich will mal jedes Steinchen mitnehmen, was ich kriege. So, warte mal. Moment, das bringt er dann auch nicht. Doch! Genau, hier aufhalten, das raus. Das raus, Genius! Okay, jetzt haben wir schon drei Steinchen. Drei kleine Steinchen. Aber ich würde sagen, hier mache ich erstmal Schluss an der Folge. Bin mal gespannt, wo das hier noch hinführt. Ich habe ja keine Ahnung. Von daher freue ich mich auf euch in der nächsten Folge. Vergesst die Bewertung nicht und bis dahin, eure Ultrakick-Kanone. Ciao!